Ja, damit hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Assassin's Creed 2. Wir sind immer noch hier in Rom auf der Mauer vom ja, von der Gruft bzw. des Schlosses des Papstes. Und müssen immer noch weiter hier an den Wachen vorbeikommen. Jetzt warten wir kurz, dass die hier vorbeistolzieren. Dann auf ihn! Wollte ich sie gerade beide erledigen. Das hat nicht geklappt. Das ist natürlich nicht so, wie ich mir das vorstelle. Das geht schon mal wieder gut los. Gut. Dann muss ich euch bekämpfen. Ich hätte wahrscheinlich auch vorbeischleichen können, aber lieber alle potenziellen Zeugen beseitigen. Aber die sind gar nicht so einfach zu bekämpfen hier. Die halten viel aus. So, jetzt da oben hoch. Hier sind bestimmt wieder welche auf dem Dach. So ist es. Tschüss. Du darfst sie wie Gefliege machen. So, jetzt komme ich hier außen lang. Nein, aber dann einmal hier über die Zinne. Das geht. Sehr wohl. Natürlich versuchen hier möglichst unentdeckt, so gut es eben geht. So, er hat uns beinahe gesehen. Jetzt ist die Frage, kommt er da suchen? Oder ist es ihm gleichgültig? Genau, okay. Jetzt kommt er hier doch an die Kante. Läuft er zurück. Gehen wir hier rum. Runter hier, sofort! Okay. Er kriegt's nicht mit, ne? Dann, dann tut's mir leid, wenn du so blöd bist. So. Die zwei nehmen wir direkt raus. Und dann haben wir Freunde gefunden. Okay. So. Oh, der Dicke ist böse. Der macht nämlich auch richtig Aua. Beziehungsweise die mit den Lanzen sind auch nicht so ohne. Wäre froh, wenn wir erstmal die ganzen anderen hier rausnehmen können. So, zum Beispiel. Da ist noch einer mit dem Schwert. Der da. Und dann sind wir gleich komplett rot, da mit unserer Anzeige oben links. Genau wie wir den Schweizer erledigt haben. So. Au. Ich habe die Waffe extra weggesteckt, also nicht wundern. Denn am effektivsten ist eigentlich immer, denen ihre Waffe wegzunehmen und dann direkt zu kontern. Dann sind die nämlich mit einem Schlag weg. So. So, jetzt habe ich die dicke Axt von denen. Damit kann ich eigentlich die anderen auch kontern. Und wie? So, danke auch für deine Axt. Ein Festmahl für die Rache. Frische Assassine vom Spieß. So. Oh. Ja, den Angriff habe ich nicht kommen sehen. Geschickt. Aber das war's für dich. Damit bist du hinüber. Damit sind wir aber auch komplett gesucht. Müssen wir hier hoch wahrscheinlich jetzt. Müssen wieder das nächste Tor öffnen, schätze ich. Ja, da ist der nächste Hebel. Ziehen wir mal dran. Und ab jetzt müssen wir unentdeckt bleiben, obwohl wir komplett gesucht sind. So, Sperrgebiet. Eieieiei. Okay. Da kommen die nächsten. Wir müssen warten, bis die vorbeikommen. Und mit denen dann einmal rum um den Käse laufen. Beziehungsweise zu der Wache, die an dem Hebel steht. Ich glaube, das ist die effektivste Variante. So, einer raus. Bleib weg von mir. Lass mich in Ruhe. Bitte. Ich schwöre, ich hab nichts zu tun. Das war knapp.
Aber geschafft, damit können wir den Hebel betätigen. Gut, die Mönche werden natürlich panisch davonlaufen, wenn sobald sie eine Leiche sehen. Das sollte mir bewusst sein, wenn ich irgendeinen anderen rausnehme, den ich nicht, vielleicht nicht zwingend rausnehmen muss. So, jetzt sind da hinten zwei bei dem anderen Hebel. Er kommt hier vorbei, ihn lassen wir aber jetzt mal. So. Komische Kleidung. Bitte! Nomocinete! Gut. Noch ein Fremder. Jetzt geht er lieber rückwärts. Interessant, okay. Ein Heerführer? Er stolziert auf jeden Fall wie einer. Kann ich den Hebel ziehen, ohne dass die sich umdrehen? Mir bekannt vor. Da! Schade. Beinahe. Ich glaube, da muss ich doch, der eine, der da rumläuft, der letzte, den muss ich, glaube ich, rausnehmen. Weil ich glaube, die zwei, die vor dem Hebel stehen, die interessiert es dann gar nicht. Ach, nee. Wir sind schon hier, das hat er jetzt angenommen, dass wir das geschafft haben, okay. So, Capella Sistina. Das lesen wir auch noch. Capella Sistina. Inspiriert von der Architektur des Tempels von Salomon, ist die Sixtinische Kapelle der bekannteste Raum im apostolischen Palast der Resistenz des Papstes im Vatikan. Die berühmten Deckenfreskos der Kapelle gab es 1503 noch nicht. Es wird also nicht über Gottes Finger geklettert, aber die Wandgemälde, unter anderem geschaffen von Pietro Perugino, Sandro Botticelli und Domenico Ghirlandaio, welche die Kapelle ausschmückten, sind ein angemessener Trost. Als persönliche Kapelle des Papstes beherbergt sie regelmäßige Messen sowie päpstliche Konklaven, die nach dem Tod des Papstes zusammentreten. Die Kardinäle werden in der Kapelle eingeschlossen und dürfen nicht herauskommen, bis ein neuer Papst gewählt ist. Nur durch Rauchsignale aus einem Schornstein, mit denen der neue Papst angekündigt wird, können sie entkommen. Und was der größte Horror ist, keiner der Kardinäle, es sei denn, er ist krank, darf im Inneren von mehr als einem Diener versorgt werden. Das ist einfach nur grausam. Et in unum dominum Jesum Christum. Filium Dei unigenitum. Et ex patre natum. So, das scheint Rodrigo Borgia zu sein. Deum de Deo, lumen de lumine, deum verum de Deo vero. Genitum non factum consubstantialem patri. So, wir sollen ihn erledigen, das heißt, wir gehen unser letztes Attentat an. Auf geht's. Ich dachte, ich stünde darüber. Das tue ich nicht. Es dauerte zu lang, kostete zu viel. Requiescat in pace, du Bastard! Das glaube ich nicht. Okay. Gut. Er wehrt sich also. Wäre auch zu einfach gewesen. Wie kannst du widerstehen? Aha. Nett von dir, mir den Apfel zu bringen. Gib ihn her! Euch geht's wohl zu gut. Allerdings. Oh, immer ein Kämpfer. Ganz wie dein Vater. Na, freue dich, mein Kind. Denn bald siehst du ihn wieder. Du wirst ihn mir geben. Wie ihr wünscht. Ja, wir fünf teilen uns einfach mal. Faszinierend. Eine beeindruckende Macht. Aber wenn du denkst, das würde dich retten, dann liegst du falsch. So. Dann greifen wir dich mal zu fünft an, ne? So, und kriegst mal direkt einen ab. Das ist aber verdammt schade für dich. Oh, du greifst auch an. Fürchte mich nur. Das ist immer gut, wenn einer von den anderen da ihn attackiert. Oh, ich hänge hier gerade in der Ecke fest. Ja, das musste ja passieren.
Okay, einen hat er rausgenommen. Das ist nicht gut. Das heißt, die können sterben, die Phantome. Ein kluger Trick, aber nutzlos. Da habe ich dich wieder getroffen. So, in der Ecke kann er, glaube ich, nicht so viel machen, außer uns mal eben alle von den Füßen nehmen. Wie lange du durchhalten kannst. Okay. Drei, also die Hälfte hat er schon verloren vom Leben. Das ist ganz gut da in der Ecke, da haben wir ihn perfekt eingeschlossen. Ich strecke dich nieder, Assassine. Okay, da hat er nur noch zwei von den... Das heißt, wenn ich ihn so bearbeite, verliert er auch Leben, ist das so? Kann ich noch greifen? Nee, dann... Ah, so geht's. Perfekt. Nein, das wirst du mir nicht nehmen. Es ist vorbei, Rodrigo. Legt die Waffen nieder und ich werde euch ein schnelles Ende gewähren. Wirklich, Ezio? Und wenn es andersherum wäre, würdest du so schnell aufgeben? Finden wir es doch raus. Okay. Endlich. Kannst dich unsichtbar machen, der Sack. Und jetzt zurück zu dir. Nicht das erste Mal, dass uns in den Bauch gestochen wird. Den Geheimgang finden. Ja. Der war ja irgendwo hier. Nehmen wir mal das Adlerauge. Das hier vielleicht. Und auf der anderen Seite auch. Na gut. Das war einfach. Rodrigo Borgia eliminieren und ihn eben später in Besitz bringen. Ja. Das war vorhin, als wir selber auch noch einen hatten, bestimmt einfacher als jetzt, wo er beide besitzt, aber... Was ist das für ein Ort? Tja, das ist eine gute Frage. Öffne dich, verdammt! Geh auf! Es ist vorbei, Rodrigo. Keine Tricks mehr. Keine antiken Artefakte mehr. Keine Waffen mehr. Mal sehen, woraus ihr gemacht seid, alter Mann. Na gut. Wenn du es so spielen willst. Was, Faustkampf, oder was? Was erwartet ihr eigentlich von der Gruft, Rodrigo? Okay. Weißt du nicht, was da drin ist? Oder willst du sagen, die großen, mächtigen Assassinen konnten es nicht herausfinden? Was nicht herausfinden? Es ist Gott. Gott lebt an diesem Ort. Ja, das wage ich zu bezweifeln. Ihr wollt, dass ich glaube, dass Gott unter dem Vatikan lebt? Das wäre logischer als ein Königreich auf einer Wolke, nicht wahr? Umgeben von singenden Engeln und Posaunenchören. Ein liebliches Bild. Doch die Wahrheit ist viel interessanter. Mal angenommen, ich würde euch glauben. Was glaubt ihr, tut er, wenn ihr die Tür öffnet? Das ist egal. Ich suche nicht nach Bestätigung, nur Macht. Und ihr denkt, er wird diese aufgeben? Was immer hinter dieser Wand ist, es wird sich Stab und Apfel nicht widersetzen können. Sie wurden erschaffen, um Götter zu fällen. Gott soll allwissend sein. Und allmächtig. Ihr glaubt, ein paar alte Reliquien können ihm was anhaben? Du weißt nichts, Junge. Dein Bild der Schöpfer stammt aus einem alten Buch. Einem Buch, geschrieben von Menschen. Ihr seid der Papst. Und doch lehnt ihr den zentralen Text eurer Religion ab. Bist du so naiv?
Ich wurde Papst, weil mir das Amt Zugang verschafft. Es gibt mir Macht. Glaubst du, ich glaube auch nur ein einziges Wort aus diesem lächerlichen Buch? Alles Lügen und Aberglaube. Genau wie jedes andere religiöse Traktat aus den letzten 10.000 Jahren. So, ich habe ihn extra mal sprechen lassen. Damit wir hören, was er zu sagen hat. Und jetzt strecken wir ihn nieder, würde ich sagen. Bereiten dem Ganzen ein Ende. Oh nein! Oh nein! Es ist meine Bestimmung! Meine! Ich bin der Prophet! Das wart ihr nie. Dann bring es schon zu Ende. Nein. Euch zu töten wird meine Familie nicht zurückbringen. Ich bin fertig. Nichts ist wahr, alles ist erlaubt. Requiescat in pace. Okay, überraschend. Damit haben wir wohl die letzte Tür geöffnet. Der Typ bleibt da liegen. Glaube ich ja nicht dran, aber wir haben diese Quest 14 damit beendet. Und ja. Das wird dann wohl das Finale jetzt sein. Schauen wir mal. Sei gegrüßt, Prophet. Es ist gut, dass du kommst. Zeig es uns. Wir sind dankbar. Wir müssen reden. Wer seid ihr? Ich bin Phile. Als ich starb, war ich Minerva. Davor war ich Merva und Mira und noch viele davor. Auch die anderen. Juno, die vorher Uni hieß. Jupiter, der vorher Tinia genannt wurde. Ihr seid Götter. Nein, keine Götter. Wir waren einfach vorher da. Auch als wir noch auf Erden wandelten, haben die Menschen uns nicht verstanden. Wir waren fortgeschrittener. Euer Verstand war nicht bereit. Auch jetzt. Vielleicht nie. Wer weiß. Ihr mögt uns vielleicht nicht verstehen. Aber ihr werdet unsere Warnung verstehen. Ihr müsst. Nichts von dem, was ihr sagt, ergibt Sinn. Unsere Worte sind nicht für dich bestimmt. Wovon redet ihr denn? Hier ist doch sonst niemand. Genug. Ich wünsche nicht, mit dir zu sprechen, sondern durch dich. Du bist der Prophet. Dein Teil ist erledigt. Du repräsentierst ihn, aber sei bitte still. Wir müssen reden. Hör zu. Als wir noch fleischlich waren und unsere Heimat intakt, verrieten uns die Menschen. Uns, eure Schöpfer. Uns, die euch Leben gaben. Wir waren stark, aber ihr wart viele. Und beide wollten wir Krieg. So sehr vereinnahmte uns das Irdische, dass wir den Himmel nicht beachteten. Und als wir es taten, brannte die Welt, bis nichts außer Asche verblieb. Dann und dort hätte es enden sollen. Aber wir erschufen euch nach unserem Bilde. Wir schufen euch, um zu leben. Und das taten wir. Wir waren wenige. Von euch und von uns. Es forderte Opfer, Stärke und Hingabe. Doch wir erneuerten.
und als Leben in die Welt zurückkehrte, schwuren wir, dass die Tragödie sich nicht wiederholen würde. Aber nun sterben wir. Und die Zeit arbeitet gegen uns. Aus Wahrheit wurde Mythos und Legende. Was wir erschufen, missverstanden. Lass meine Worte die Botschaft konservieren und unseren Verlust aufzeichnen. Aber lass meine Worte auch Hoffnung bringen. Suche nach den anderen Tempeln, erbaut von denen, die sich vom Krieg abwenden konnten. Ihr Werk beschützte uns, rettete uns vor dem Feuer. Wenn du sie findest, wenn du ihre Arbeit rettest, dann vielleicht auch diese Welt. Doch schnell, die Zeit wird knapp. Wappne dich gegen das Kreuz. So viele werden sich dir in den Weg stellen. Es ist getan, die Nachricht überbracht. Wir verlassen diese Welt nun. Wir alle. Wir können nichts mehr tun. Nun liegt es an dir, Desmond. Was? Wer ist Desmond? Ich verstehe nicht. Bitte wartet. Ich habe so viele Fragen. Fragen über Fragen. Was zur Hölle? Ja, und damit sind wir wohl am Ende von Assassin's Creed 2. Gucken wir mal, ob jetzt noch ein bisschen was kommt während des Abspanns. Könnte ich mir vorstellen, denn es ist ja doch sehr abrupt, muss man irgendwie auf eine gewisse Art und Weise sagen. Und ja, auf jeden Fall interessant, dass die Götter Ezio nur benutzt haben, um zu Desmond zu sprechen. Beziehungsweise vielleicht auch zu dir und mir. Auf meine ganze Ausrüstung. Bereit zu gehen, bevor sie... Desmond! Ja, ja. Gut, Sean. Du und Rebecca müsst hier drin alles zusammenpacken und in den Truck laden. Du und ich kümmern uns um die Templer. Sie sind hier? War nur eine Frage der Zeit, bis sie uns finden. Ganz ehrlich, es wundert mich, dass sie so lange brauchten. Gehen wir. Okay, ich muss hier sogar noch steuern im Abspann. Okay, interessant. Ich lasse die Facecam jetzt erstmal aus für den Moment. Also, wie ist der Plan? Wir hauen hier ab und dann? Es gibt noch einen Unterschlupf, wir kriegen Besuch. Der Truck ist gleich vor uns. Okay. Ja, da haben sie uns entdeckt. War ja wieder nur eine Frage der Zeit. Mr. Ma. Welch unerwartete, aber freudige Überraschung. Und ich dachte, ich müsste noch mehr Männer an Sie vergolden. Schön, dass Sie mir den Ärger sparen. Was wollen Sie, Widdig? Dass Sie nach Hause kommen. Wir vermissen Sie. Wir haben noch so viel Arbeit gemeinsam. Das wird nicht passieren. Dass Sie mich aber auch immer wieder enttäuschen müssen, Miss Stirner. Ich habe Ihr Leben gerettet. Erinnern Sie sich? Und so danken Sie es mir. Sie retteten mich, damit Sie weiter Experimente mit Menschen machen, ihre Leben zerstören konnten. Und wofür? Oh, das Argument wieder. Soweit ich weiß, waren Sie dabei, neben mir, die ganze Zeit über. Das Blut klebt an Ihren Händen, genauso wie an meinen. Du musst ihn stoppen. Bin dabei. Okay, gut. Dann haben wir erstmal hier ein paar von den komischen Schlägertypen. Okay, gut, dass wir so viel im Animus verbracht haben, denn Desmond hat definitiv was gelernt von Ezio. Das sehen wir jetzt. So, okay. Angriff ist die beste Verteidigung. Lucy lenkt den anderen Typen ab. Dann erledigen wir den. So, wo ist Widdig? Die Sau. Da kommen noch mehr von den Schlägern. Mann! Den richtigen Zeitpunkt für den Konter hier zu finden, ist ein bisschen schwerer. Als
mit Ezio, aber es liegt wahrscheinlich auch daran, dass die Fähigkeiten von Desmond noch nicht ganz so ausgefeilt sind. Das spiegelt sich halt auch im Gameplay wieder. Interessant. Ja, okay. Gut. Da hinten steht er. Der haut doch jetzt bestimmt ab. Oh, Doug. Jetzt gibt's nur noch Sie und mich. Genießen Sie den Sieg, Mr. Miles. Solange Sie können. Desmond, wir müssen los. Okay, sonst ist er wirklich abgehauen. Da bist du ja. Komm schon. Hilf Lucy ins Auto. Tempo, Desmond, wir müssen los. Du bekommst deine Chance, Desmond. Warren kriegt schon noch, was er verdient. Versprochen. Also was nun? Wohin gehen wir? Im Norden gibt's eine Hütte. Dort sollten wir sicher sein. Wenigstens für kurze Zeit. Ich muss nur die Bänder deiner Sitzungen analysieren. Herausfinden, was los ist. Und dann? Dann mal los. Ich habe dich angeschlossen. Wird eine lange Fahrt für uns. Ich dachte, du spielst vielleicht gern mit dem Animus so lange. Ja gut, aber erst habe ich Fragen. Ich meine, was war das in der Gruft? Was du gesehen hast, bestätigt meine Befürchtung. Die Templer sind nicht die größte Gefahr. Bei weitem nicht. Also dann, die Sonne. Was wird sie tun? Die Erde grillen? Ich weiß nicht, aber vielleicht... Es gab Spekulationen über eine Abschwächung des Magnetfelds der Erde. Eine starke Eruption könnte die Pole vertauschen und eine geomagnetische Umkehr verursachen. Wenn das passiert, rein theoretisch, könnte der Planet geologisch instabil werden. Sehr instabil. Das fällt eigentlich unter Pseudowissenschaft, aber irgendeine Katastrophe hat die Menschen der ersten Zivilisation erledigt. Und diese Frau, wie hieß sie noch, Minerva, nicht? Sie schien zu denken, dass wir auch eine erleben werden. Egal, wir sind am Arsch. Ich weiß nicht. Wir schauen uns weiter die Bänder an und du kannst deine Erinnerungen durchforsten. Vielleicht gibt es mehr zu entdecken. Okay, am besten fange ich an. Ja, gut. Dann stehen wir also quasi vor der Problem der Erderwärmung, wenn man eigentlich das so zusammenfassen möchte. Ja, gut, nicht ganz. Ein bisschen. Es geht wohl eher um so eine Art Sonnensturm oder so. Den sowas, wie wir mittlerweile wissen, soweit sind wir ja, könnte ja sozusagen uns jederzeit ereilen, ohne dass wir da wirklich viel dran ändern könnten. Sprich, wir wissen eigentlich gar nicht, wie lange unsere Erde überhaupt noch existieren kann, denn sie steht ja jedem Tage den Gefahren des Alls und des Universums gegenüber und eben nicht nur Sonnenstürmen, sondern auch ja, Asteroiden und sonstigen Gefahren, die dort noch lauern und ja. Ebenso im kleineren Stile funktionieren ja eigentlich auch unsere Leben, nicht wahr? Ich meine, jeden Tag, den wir aufstehen, könnte auch gut unser letzter sein. Es können immer Dinge passieren, die wir nicht vorsehen können. Und ja, auf jeden Fall auch immer so etwas, was auf der einen Seite ja irgendwo beängstigend ist und auf der anderen Seite aber auch vielleicht ermutigend in dem Sinne, dass man ja, die kleinen Dinge und die einzelnen Tage ein bisschen mehr wertschätzt und sich ein bisschen mehr darauf besinnt, vielleicht auf die Sachen, die ja wirklich wichtig sind. Und das ist meistens nämlich nicht das große Ganze, sondern die kleinen Sachen, die im Endeffekt das große Ganze ausmachen. Nun ja, wir haben eine lange oder etwas längere Reise jetzt hinter uns mit dem zweiten Teil. Soweit ich weiß, ist es mit der längste Teil, aber auch mit der Teil, der den Entwicklern mit am besten gelungen ist. Und ja, mir hat es auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht. Und jetzt, wo ich so das Ende gerade sehe, juckt es mich schon wieder fast in den Fingern, direkt mit Brotherhood weiterzumachen mit dem nächsten Teil. Nichtsdestotrotz, glaube ich, wird es da doch eine kleine Pause geben von Assassin's Creed, bis ich mit dem nächsten Teil anfange. Vielleicht erstmal das ein oder andere Projekt zwischenschiebe. Wird sich so zeigen. Aber wir werden definitiv weitermachen. Das steht fest. Es ist nur eine Frage der Zeit. Gut, jetzt sehe ich, dass meine Cam hier eigentlich die ganze Zeit genau auf der Seite ist, wo die Credits laufen. Aber gut, unten runter und oben drüber kann man sie immer noch lesen, wenn man sie lesen möchte. Und da sind wir, glaube ich, auch schon fast am Ende.
sind auch relativ selten, dass ich mal durch die ganzen Credits quatsche. Beziehungsweise, dass die Credits auch so gemacht sind, dass man einen Teil durch die Credits auch noch selber spielt und dann noch ein bisschen Geschichte erzählt wird. Naja. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr von dem Ende haltet, wie ihr das, was Minerva gesagt hat, interpretieren würdet. Nicht nur allgemein, sondern auch, wie sie dazu kommt, zu Desmond zu reden. Und ja, würde mich auf jeden Fall mal interessieren, wie ihr das so aufnehmt. Und ja, dann denke ich, in Brotherhood geht's dann weiter. Wir sind momentan mit der Crew in dem Lastwagen und werden wahrscheinlich auch dort uns wiederfinden im nächsten Teil. Tja. So, jetzt ist die Frage, wie lange geht's hier noch mit den Credits? Ich lasse sie auf jeden Fall durchlaufen. Ich denke aber, ich kann mich an dieser Stelle schon mal von euch verabschieden. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns in einem der anderen nächsten Projekte oder eben in Brotherhood wieder. Würde mich jedenfalls freuen. Oder vielleicht ja auch in dem einen oder anderen Twitch-Stream. Für diejenigen, die es noch nicht wissen, ich bin auch auf Twitch zu Hause. Den Link gibt's nicht nur unter dem Video, sondern auch auf dem Kanalbanner. Da müsst ihr mal ein bisschen schauen. Da findet ihr mich und würde mich auf jeden Fall freuen, den einen oder anderen immer mal wieder zu sehen. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute. Bis dahin, bleibt grün und macht's gut. Ciao, ciao.